Heute sprechen wir über einen essentiellen Fehler, der eigentlich bei fast jedem unserer Partner im Vertrieb schon vorgefallen ist und der dich vielleicht auch gerade ein bisschen Geld kostet oder ein bisschen mehr. Wenn dir das gefällt, bleib auf jeden Fall dran, gib uns schon mal ein Like und ein Abo und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das Thema Vertrieb, beziehungsweise möchte ich ein Thema mit dir besprechen, was bei uns, oder nicht bei uns, sondern bei unserem Partner im Vertrieb immer wieder vorkommt und was einfach extrem viel Geld kostet. Und zwar sprechen wir über, Achtung, selbsterfüllende Prophezeiung. Klingt ein bisschen nach Kalenderspruch, klingt ein bisschen nach Motivationsguru, aber ich spreche jeden Tag mit unseren Partnern in den letzten Jahren. Wir haben über 700 Partner in der Betreuung. Ich kann dir versprechen, dass dieses Thema aktiv wirklich ein Thema ist in ganz vielen Betrieben, vor allem in den Vertriebsprozessen und einfach dafür sorgt, dass teilweise Geld auf der Strecke bleibt. Ich erkläre dir erstmal, was das ist und dann kommen wir relativ schnell auch dazu, was natürlich im Vertrieb dazu führen kann, dass es ein Problem ist. Eine selbsterfüllende Prophezeiung ist letzten Endes, wenn man so möchte, ein Glaubenssatz, den ich habe. Und dieser Glaubenssatz, den möchte ich natürlich irgendwo erfüllen und deswegen handle ich so, dass dieser Glaubenssatz in meinem Kopf noch richtig bleibt. Also ist jetzt eine komplizierte Erklärung, aber ich gebe dir ein Beispiel. Was ich ganz oft von Partnern höre, wenn wir zum Beispiel Werbung machen mit einem Radius von 100 Kilometern, so, dann kommen die Anfragen aus allen möglichen Himmelsrichtungen. Der eine kommt aus dieser Stadt, der andere kommt aus dieser, der andere kommt aus dieser Stadt. So. Und dann höre ich ganz oft den Satz, du Nico, pass auf. Oder ich frage erstmal nach, hey, wie lief es denn mit den Anfragen? Dann sagt der Kunde, pass auf Nico, die Kunden aus der Richtung, kann ich dir schon sagen, die haben kein Geld. So. Ist erstmal eine Aussage, beziehungsweise das ist ja ein Glaubenssatz. So. Wenn ich diesen Glaubenssatz jetzt die letzten 10 Jahre hatte, und der mag ja auch begründet sein, also es kann ja wirklich sein, dass ich mal 5 Leute aus dieser Region hatte, die wirklich alle kein Geld hatten, und so entsteht ja letzten Endes auch ein Glaubenssatz. Dann habe ich diesen Glaubenssatz in meinem Kopf, je länger ich ihn habe, desto schwieriger ist es auch, den loszuwerden. Aber ich weiß natürlich, also ich jetzt bei der A&M als Kundenbetreuer, ich weiß natürlich von anderen Kampagnen, vielleicht auch anderen Kampagnen, die in einem anderen Gewerk in der gleichen Branche laufen, oder in der gleichen Region, meine ich, weiß ich natürlich, dass das nicht stimmen kann. Ja, in der Region wohnen von mir aus 50.000 Personen. Es ist unmöglich, dass jeder von denen kein Geld hat. Ja, oder nicht ausreichend Budget für dieses eine Produkt. Und jetzt ist es so, wenn ich Vertrieb mache mit dem Gedanken, die Personen aus dieser Umgebung haben kein Geld, dann werde ich eher Umsatzeinbuße in Kauf nehmen, unterbewusst, als mir einzugestehen, dass dieser Glaubenssatz die letzten 10 Jahre falsch war. Ja? Und das ist genau das, was ich meine. Du hast natürlich solche Glaubenssätze nicht nur jetzt im Vertrieb, sondern auch in der Kundenbetreuung oder von mir aus auch im privaten Leben, ne? Das ist, denke ich, klar. Aber im Vertrieb bekomme ich das wirklich ganz, ganz häufig mit von unseren Partnern. Ja? Pass auf, Nico, die Leute aus der Region haben kein Geld. Pass auf, Nico, die Leute, die das und das am Telefon sagen, die werden am Ende des Tages bei mir nicht kaufen. So, das sind alles letzten Endes Limitierungen, die du dir selber setzt, die faktisch dazu führen, dass du es dir schwer machst, diese Leute abzuschließen. Und jetzt kommen wir zu dem schlimmen Punkt. Wenn du vielleicht gerade an dem Punkt bist, dass du 4 oder 5 Mitarbeiter hast oder vielleicht auch 10 oder 15, wie auch immer. Wenn du an dem Punkt bist, dass du deine Mitarbeiter noch selber einlernst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du diese Glaubenssätze an den Nächsten weitergeben wirst. So, die Person, die neu bei dir anfängt, die wird dich als Chef, als Autorität logischerweise wahrnehmen, hoffentlich zumindest, und wird auch denken, dass dieser Glaubenssatz richtig ist. Und du wirst dich wundern, auch das habe ich jedes Mal bei uns in den Gesprächen schon gehört, das heißt Person A sagt mir ganz genau die gleichen Glaubenssätze, Person B sagt mir die auch und Person C sagt mir das auch. Also 3 Personen in dem gleichen Unternehmen, die alle das gleiche glauben, über zum Beispiel die Leute aus der Region haben kein Geld. So, und du merkst schon, wie wichtig das auf einmal ist, wenn man 10, 20, 30, 40 Anfragen im Monat bekommt, für die man ja faktisch auch Geld bezahlt, aber nur einen Teil davon anruft oder einen Teil davon ernsthaft bearbeitet, weil die anderen kommen ja von da, die haben sowieso kein Geld, ja, dann wird das nichts. So, und ein anderer, der hat diesen Glaubenssatz vielleicht nicht und der wird diese Leute anrufen, ganz normal bearbeiten und wird eben dafür sorgen, dass die Leute bei ihm kaufen. So. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also wie gesagt, wenn du jetzt einen Glaubenssatz vielleicht 5 Jahre in deinem Kopf hast, dann musst du schon wirklich gut da drin sein, ehrlich mit dir zu sein, um den jetzt von heute auf morgen aufzulösen. Aber ich kann dir sagen, es hilft meistens schon und das ist auch das, was ich mit unserem Partner wirklich mache, wirklich mal ein Bewusstsein überhaupt dafür zu entwickeln, dass das ein reales Problem ist. Ja, weil jeder von uns hat Glaubenssätze und jeder von uns hat ja auch gerne sein Weltbild, was denn nicht zerstört werden soll. Aber im Vertrieb ist es leider Gottes so, dass sich das wirklich Geld kostet. Ja, und Geld, was du letztendlich benutzen kannst, um deine Mitarbeiter zu bezahlen, vielleicht auch besser zu bezahlen, mehr zu bezahlen, du kannst das Geld nutzen und das in dein Unternehmen reinstecken, in deine Produktentwicklung, in deinen ganzen Service.
das Geld brauchst du als Unternehmen, ganz einfach. Und deswegen muss man erstmal, das ist Schritt Nummer eins wirklich, das Bewusstsein dafür entwickeln, dass es das Problem gibt, dass es solche Glaubenssätze gibt. Dann kann man sich natürlich auch mal ein bisschen auf die Suche machen, was für Glaubenssätze habe ich so in meinem Kopf, die ich über Anfragen jeden Tag pflege. Das ist eigentlich ganz einfach. Du machst jeden Tag die Arbeit, die du sowieso machst, nur mit dem Hintergedanken, hey, ich gucke jetzt mal, was ich initial als erstes denke, wenn ich eine Anfrage zum Beispiel vor mir liegen habe. So, was denke ich dann? Denke ich, oh cool, ich will den jetzt unbedingt anrufen. Denke ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt unbedingt anrufen muss. Was denke ich im Gespräch? Also du musst einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln, was denkst du das erste Mal, wenn du jetzt eine Anfrage zum Beispiel siehst, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen natürlich. So, und dann musst du dir überlegen, ganz offen und ehrlich, ist das realistisch? Ist es realistisch, dass eine Person aus einer Region mit 50.000 Einwohnern kein Geld hat, weil sie von da kommt? So, Antwort, nein, ist nicht realistisch. Kann nicht passieren. So, kann nicht passieren, dass es alle betrifft, meine ich natürlich. So, und dann musst du das für dich einfach versuchen abzulegen. Und im nächsten Schritt musst du natürlich auch gucken, wenn du es für dich gelöst hast, dieses Problem, gibt es Mitarbeiter, die das haben. Weil die Mitarbeiter müssen nicht zwingend deine Glaubenssätze alle übernommen haben. Die können natürlich oder werden auch ihre eigenen haben, die dich faktisch wiederum Geld kosten. Und das solltest du dann natürlich als nächstes annehmen. So, ist jetzt ein sehr theoretisches Thema. Ich hoffe, ich konnte dir aber rüberbringen, was ich damit meine. Wie gesagt, das ist in den Gesprächen, die ich führe, ein reales Problem, was man ja auch gar nicht auf dem Zettel hat, weil man es ja wirklich als Realität quasi abgestempelt hat. Aber so ein externer Input, der hilft dann da den meisten schon von außen. Das heißt, wenn du da merkst, okay, ich könnte vielleicht sowas bei mir entwickelt haben, komm auf uns zu, komm auf unsere Homepage, buch dir ein Beratungsgespräch. Wir gehen auch solche Themen mit unseren Partnern durch, weil es irgendwo dafür sorgt, dass man erfolgreicher mit Anfragen letzten Endes ist, was ja Umsätze und Aufträge angeht. Also komm auf uns zu, schreib uns gerne hier unter dem Video nochmal einen Kommentar oder sowas dazu. Und dann ja, wünsche ich viel Spaß beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.